Das fragt man sich dann schon. Plötzlich hört man Doug mit dem Verkäufer tuscheln. Ein Traum in Pink sprang ihm ins Auge. Der wäre was für Britney Spears oder Paris Hilton. Die stehen auf Pink. Da malt sich jemand gerade ein schönes Geschäft aus. Wenn Sie glauben, das sei ein Scherz und Doug habe nichts mit Promis zu tun, dann liegen Sie falsch. Denn gegen ordentliche Summen vermietet er sogar Luxusautos mit, jetzt aufgepasst, Promis drin. In der Lage sein, Promis zu mieten, ist eine tolle Sache. Die meisten wissen gar nicht, dass das geht. Wir haben schon Eric Roberts und Tori Spelling gemietet. Wir hatten mit Bruce Willis, Demi Moore, Matt Damon zu tun. Einigen der größten Namen im Showgeschäft. Das macht schon Spaß. Für seinen Kunden wird Doug wohl den gelben Lamborghini besorgen, trotz Quietschetüren. Aber jetzt muss der Millionärskonzierge weiter. Er hat viel vor und ahnt noch nicht, dass er heute Abend ganz schön ausgebremst wird. Millionärskonzierge Doug Turner in Florida hat es da leichter. Er trägt stets Sakko und Hose. Und die Frauen, die er jetzt trifft, sind eher mit Ausziehen als mit Anziehen beschäftigt. Wir sind bei Doug Turner in Florida. Der Millionärskonzierge donnert mit 600 PS zum nächsten Termin. Zeit ist Geld. Und dieser Termin ist jetzt schon ein Verlustgeschäft. Er sucht ein neues Haus für sich selbst. Ja, ich habe da neulich was ganz Bestimmtes entdeckt und ich glaube, das ist interessant für mich. Dougs Entdeckung befindet sich im Nobelort Harbor Beach und sie hat 700 Quadratmeter. Wie schön. Und wie schön für uns, der Makler ist ein Deutscher. Also das Haus hat 5 Schlafzimmer und 5,5 Bäder. Das sind also 5 volle Bäder und ein halbes Bad. Ein halbes Bad? Zum Glück kann man im Aufzug wunderbar bei sowas nachgrübeln. Doug hat jedenfalls sehr konkrete Vorstellungen von seiner neuen Bleibe. Nun, das Haus muss am Wasser sein, auf jeden Fall am Wasser. Es soll ein schönes Kino haben, einen Aufzug und ein schönes Büro. Und wenn man Kunden empfangen möchte, ist ein Weinkeller auch von Vorteil. Hier passen 400 Flaschen rein, Doug. Das wirst du lieben. Ich mag Wein. Ja, und einige der besten liegen schon hier. Das ist ja praktisch für die Einzugsfeier. Aber das Highlight des Hauses kommt jetzt erst noch. So, Doug, die Master Suite. Der Makler weiß, wie man Männer kriegt, mit Spielereien. Das mag ich. Wow. Ja, jede Wette, das macht am Ende den Unterschied. Ist ja auch wichtig, dass im Schlafzimmer alles tipptopp ist. Was sagen Sie, Herr Turner? Was möchten Sie eigentlich so ausgeben? Ich suche was zwischen 4 und 6 Millionen Dollar und das Haus hier kostet 5,5. Na, das passt ja. Übrigens, wenn man mal den Weinkeller geleert hat und etwas Ruhe braucht, geht das hier wunderbar, sagt der Makler. Diese Wände sind speziell schallgedämpft. Und auch spezielles Glas, man hört hier also überhaupt keine Geräusche. Also wenn man hier sitzt, man kann hier den ganzen Tag sitzen und draußen fahren die Boote dran vorbei, man hört hier nichts. Und die fahren hier wirklich öfter mal vorbei. Vielleicht sind das schon Dougs neue Nachbarn gewesen. Auch dieses Haus hat natürlich eine Anlegestelle. Doug ist übrigens in einer nicht ganz armen Familie aufgewachsen. Sein Vater war Golfprofi. Schon als Kind wollte er selbst nur eins, ebenfalls reich werden. Und er wurde es. Da kann man sich millionenschwere Spontankäufe mal leisten. Ich nehme die Hütte. Das hier ist mein Traumhaus. Vielen Dank. Vielleicht hat der Millionärskonzierge im Hinterkopf, dass heute noch ein gutes Geschäft winkt. Denn er trifft gleich einen Mann, der seine Yacht vermieten will und dafür einen Vermittler sucht. Allerdings ist Doug schon spät dran. Verdammte Scheiße. Mit diesen Leuten kannst du dir keine Fehler erlauben. Da gibt es keine zweite Chance. Und was er auch noch nicht ahnt, er wird mit diesem Deal Schiffbruch erleiden. Buchstäblich. Zurück in Florida. Doug Turner, der Millionärskonzierge, der den Superreichen dieser Welt alles besorgt, will eine Yacht inspizieren. Der Besitzer wartet schon auf ihn. Ich bin hier, um diese 32 Meter Luxusjacht unter die Lupe zu nehmen und sie vielleicht zu unserer Sammlung von Yachten hinzuzufügen, von denen wir mittlerweile viele haben. Sollte er die in sein Portfolio aufnehmen, könnte man sie später über ihn mieten, für 30.000 Dollar die Woche. Der Besitzer der Golden Touch vermietet allerdings auch privat.
Neulich waren die Black Eyed Peas an Bord. Die haben wir zu einer Privatparty geschippert. Da Doug viele Kontakte hat, kann er bestimmt noch mehr Kunden dieses Kalibers besorgen. Und der Bootsbesitzer will deshalb Eindruck machen. Ein paar Damen werden auf die Yacht geladen, nennen wir sie mal Bekannte des Schiffseigners. Und die stürzen sich gleich voller Partyfreude auf den Champagner an Bord. Es wird nicht bei einem bleiben. Es geht vorbei an unglaublichen Prachtvillen. Da hat zum Beispiel mal Nick Nolte gewohnt. Kostet 12 Millionen Dollar. Aber es geht natürlich noch viel fetter. Dieses Herrenhaus steht zum Verkauf für 40 Millionen Dollar. Es hat fast 3000 Quadratmeter und liegt auf einer kleinen Privatinsel. Und der Besitzer ist blind. Ja, das ist natürlich traurig. Was aber immer deutlicher zu erkennen ist, Doug Turners Job ist nicht der schlechteste auf diesem Planeten. Das ist kein Job, das ist Abenteuer. Und dann merkt man, warum das mit dem Abenteuer wörtlich zu nehmen ist. Plötzlich qualmt und ruckelt es ganz ordentlich. Wir sind auf Grund gelaufen. Mach doch nichts. Diese Dame hat einen tollen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir alle unsere Klamotten ausziehen und über Bord schmeißen? Dann sind wir leichter und hängen hier endlich nicht mehr fest. Schöne Idee und die war offensichtlich auch noch ernst gemeint. Wir dürfen vorwegnehmen, dass die Gewichtsreduzierung keinen Erfolg bringt, aber mit der Flut wird das Boot irgendwann wieder freikommen. Solange müssen sich Doug Turner und Yachtbesitzer Randy Postmar mit einer Hurra-wir-hängen-Festparty beschäftigen. Nun ja, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und damit goodbye an den Millionärskoncierge, dessen Geschäft scheinbar auch läuft, wenn er mal irgendwo festhängt.